Hey Leute, es ist mal wieder euer Dragonray und heute zeige ich euch hier mal dieses wunderschöne Spiel Run Gun und oder andersrum Gun Run. Ich weiß nicht genau. Ich werde es euch in die Beschreibung mit reinschreiben. Ich glaube, es heißt Run Gun, Gun Run. Wie auch immer, ist ja auch scheißegal. Dazu kann ich euch hier mal ein paar Bilder einblenden, wo am Anfang auch gezeigt worden ist, aber nur kurz. Deswegen zeige ich es hier auch mal als Screenshot. Tue ich oben rechts am besten mal oder oben links einblenden hier. Seht ihr jetzt hier wunderschön. Hier seht ihr, wie man how to play, also wie man spielt. Das sieht man einmal hier das Aim mit der Maus links, rechts, hoch, runter, wie auch immer. Könnt ihr hier das Aim wunderschön auf diese Dinosaurier-Robbe da, wo ihr auch sehen werdet, hier fixieren und mit der linken Maustaste könnt ihr natürlich schießen. Dann könnt ihr mit A und D könnt ihr nach links und rechts laufen. Mit W oder mit der Space-Taste, also mit Leertaste auf Deutsch, könnt ihr natürlich springen, dass ihr auch über manche Dinosaurier oder Roboter, Dinosaurier, wie man es auch nennen will, drüber springen kann. Dann geht ihr einfach weiter, drückt Continuum oder Continue. Dann kommt das nächste, da könnt ihr sehen, was welches Power-Up bringt. Zum Beispiel Collector in Reason, also das eine bringt euch halt mehr Leben. Da gibt es auch anderes wie Invisible, dass man unzerstörbar ist, also keinen Schaden nehmen kann. Und zum Beispiel Rage Modus, Just to Try It. Gibt es viele verschiedene, könnt ihr auch selber ausprobieren. Macht ziemlich Spaß, das Spiel. Dieses Gameplay wurde von Robin TV, Robin TV, sag ich mal, ist ein YouTube-Channel. Robin TV wurde es erspielt, dieses Gameplay. Und der hat gesagt, ja, ich mach mal Weihnachtsspecial. Ja, kann ich euch was, wer hier das beste Commentary macht von uns, der kriegt hier Weihnachtsgeschenk von ihm. Und da werde ich einfach mal über, genau, jetzt kann ich es richtig sagen, das Spiel heißt Run Gun. Und es ist, ja, von Robin TV erspielt, das Spiel. Und ist ziemlich geil. Und das könnt ihr euch ganz einfach, wie ihr es bekommt natürlich, ist, müsst ihr euch Google Chrome runterladen. Dann geht ihr auf Apps und könnt einfach da die App Run Gun runterladen. Das könnt ihr auch ganz einfach im Browser spielen, irgendwo in halt normal auf Google, wenn ihr da eingibt. Könnt es auch ganz einfach spielen. Oder ihr ladet euch einfach Google Chrome runter, was bei mir sowieso Standard-Browser ist, weil es einfach der beste ist. Die spielen kann man ganz einfach, wenn man Langeweile hat, auf der Arbeit spielen, zu Hause, wenn man auch etwas Langeweile hat. Oder wie gesagt, auf der Arbeit, wenn man halt nichts zu tun hat. Das ist ziemlich geil, hilft gegen Langeweile und wenn man mal Freitag oder Samstagabend nichts vorhat, kann man, ja, ich habe jetzt Langeweile, ich gehe jetzt halt mal nicht raus, ich habe keine Freunde. Ah ja, dann spiele ich mal dieses wundervolle Spiel Run Gun. Oder Gun Run. Ist ja egal. Das Spiel habt ihr natürlich, damit habt ihr viel mehr Spaß wie mit Freunden. Und weil mit Freunden rauszugehen, macht natürlich viel mehr Spaß, dieses Spiel zu spielen. Habt ihr bestimmt schon gesehen, da kann man so Herzen einsammeln, dass man wieder Herzen bekommt, wenn man gerade Leben abgezogen bekommt. Oder, ja, da könnt ihr da oben halt sehen, wenn ihr berührt werdet von so einem Roboter, Dinosaurier. Aus der, ja, Steinzeit. Dann könnt ihr da wieder eure, verliert ihr halt ein Herz und die können auch wieder sozusagen auffüllen. Habe ich ja schon vorhin am Anfang des Videos euch gezeigt oder habe ich ja schon gesehen. Oder habt ihr schon gesehen, dass ich einen Screenshot hatte, aber schon ganz am Anfang gesehen. Ist ja egal, dann, man kann hier wunderschön sehen, dass man Roboter Dinosaurier auch ja töten muss mit einer Pistole, ja. Müsst ihr halt ein paar Mal drauf schießen, dann sterben die. Da kann man auch, ja, lasst euch halt nicht erwischen von den Viechern, sonst könnt ihr halt, verliert ihr Herzen, ihr habt ja nur 3 Stück und alle wechseln, dann seid ihr natürlich tot und habt ihr das Spiel verloren. Müsst halt immer neu starten, ja. Ziemlich geiles Spiel. Wenn ihr von so einem Roboter erwischt werdet, könnt ihr natürlich ein Herz verlieren. Und wenn ihr keins mehr habt, dann werdet ihr, ja, richtig, ihr werdet sterben oder ihr seid dann halt gleich tot. Und das Spiel fing wieder von vorne an. Hoffentlich hat euch das Commentary auch gefallen. Und wenn es euch wirklich gut gefallen hat, bitte lasst ein Like da. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch ein Dislike da lassen. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, votet für mich, dass es euch gefallen hat. Und bevor ich es vergesse, ich mache natürlich noch den Link von Robin TV mit in die Beschreibung rein. Guckt mal auf seinen Kanal, er macht ganz interessante und coole Videos. Und ja, ich lasse jetzt den Rest vom Gameplay noch so zu Ende laufen. Weil ich habe nichts mehr zu sagen, das war schon über das Spiel. Ja, wie gesagt, ladet es euch runter, spielt es mal selber, dann wisst ihr, wie das Spiel ist. Also, man kann sehr viel machen, wenn man Langeweile hat. Und ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen.
und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.